Also, wir fangen an. Guten Morgen an diesem Sonntag, den 9. Februar 2030. 10. Februar 2030. Wir sind auch fehlerfreundlich geworden. Ihr seid offenbar alle gut mit dem wasserstoffbetriebenen Elektrobus hierher gekommen oder mit dem Fahrrad durch die autobefreite Stadt, habt genossen die saubere Luft und den ruhigen Verkehr, viele Fußgänger auf der Straße, wunderbar. Ihr hattet gestern schon wahrscheinlich einen lärmreichen und kommunikativen Tag. Es ist ja euer Bürgerwochenende, wie das jetzt üblich geworden ist. Ein Wochenende im Monat Bürgerarbeit, zu der natürlich auch politische Arbeit gehört. Ihr hattet wahrscheinlich viel Spaß beim gemeinsamen Kochen und Schnibbeln. Schnibbelpartys gibt es ja jetzt auch in den Familien und in den Schulen. Überall nennt man jetzt das gemeinsame Kochen Schnibbelparty. Ich sehe zwar wenig Kinder, aber das wundert mich auch nicht, denn die Kinder sind am Wochenende ja immer gerne jetzt auf den Tierhöfen, den Schulbauernhöfen, die inzwischen zu jeder Schule dazugehören am Stadtrand. Besonders beliebt ist im Moment das Arbeiten mit Pferden. Das ist sehr interessant. Seit dieser Energieeinbruch kam, wurde das Arbeiten mit Pferden auf dem Acker wieder natürlich sehr lukrativ. Das hat sich bei den jungen Leuten als super interessantes Hobby herausgestellt, reiten zu lernen und das Arbeiten mit Pferden zu begreifen. Da sitzt auch die Mutter, derer die Rosemarie, dass sie das erfunden hat und nachher noch mehr davon erzählen kann, aber wirklich. Seit der dramatischen Energiekrise 2020, das war ja nicht nur die einzige Krise, aber es waren ja halt auch viele Straßenkämpfe vorausgegangen. Aber dann gab es einen Wandel und ihr habt ihn schon erlebt, Repair-Cafés, es gibt es hier an jeder Ecke jetzt. Plötzlich auch wieder lebhafte Nachbarschaften. Ich sehe auch, dass viele ein Schraubglas dabei haben, weil sie ja selbst gleich ihre Putzmittel fabrizieren mit Deo und frischen Duftkräutern wahrscheinlich aus einem der vielen öffentlichen Parks, wo jetzt Kräutergärten und Gemüsegärten ganz selbstverständlich sind. Und andere nutzen das Bürgerwochenende für politische Bildung. Und das ist ja heute ein Zurückblicken auf vor 20 Jahren, wie endlich ein beherzter Wandel möglich wurde. Viele von euch vor 10 Jahren, Entschuldigung, ich sage ja fehlerfreundlich, wie endlich dieser beherzte Wandel möglich wurde, bei dem ja auch viele von Ihnen und von euch dabei waren, wovon ihr später vielleicht auch noch erzählen könnt. Es gab ja einerseits einen deprimierenden Stillstand des Politischen und andererseits so viele interessante Bewegungen und NGOs und eine, die zum Beispiel, wie hieß sie nochmal, die sich um die Finanzmärkte kümmerte, mit A. Weiß, kann mir jemand helfen? Alle haben das vergessen, weil einfach so viel zu tun war. Und ja, also es wurden Protestlieder in Frankreich wieder auf den Straßen gesungen. Gelbwesten war eine dieser Überraschungen. Dann kam Greta Ende 2018, ein Wunder fast, dass eine 15-Jährige aussprechen kann, was Wissenschaftler vorher schon jahrelang gesagt hatten, aber sie hatten nie öffentliches Gehör gefunden. Jetzt plötzlich alle Mikrofone der Welt vor der Greta. Und sie sagte, wozu lernen, wenn doch uns unsere Zukunft geraubt wird? Und dem schlossen sich dann auch viele Berufsgruppen an. Wozu Jura studieren, wenn wir dann nur den Fiskus austricksen sollen? Wozu Ärzte werden, wenn unsere Lebensgrundlagen so vergiftend sind, dass wir nur noch reparieren? Journalisten wollten endlich ordentliches Bürgerfernsehen machen und haben das auch gemacht. Und alle wollten endlich wieder ihrer Berufsehre gerecht werden. Unternehmen erinnerten sich, dass die Ehre des Kaufmanns, die Kaufmannsehre in ihren Statuten eigentlich steht, überhaupt. Der Bundeskartellamtschef, Herr Mund, ging auch plötzlich beherzt, also gegen Twitter, Google und Amazon vor. Also da hat sich dann die Welt auch gewundert. Naja, wir haben ja auch ein Bundeskartellamt. Überhaupt haben wir eigentlich brauchbare Institutionen. Und die kamen nun alle wieder und wollten ihre Arbeit tun. Und diese Organisation, deren Namen ich jetzt gerade nicht mehr nenne, die hat dann eine Schuldentilgungskonferenz auf den Weg gebracht. An ihrem Kopf war Birgit Mahnkopf, Josef Stieglitz, Helge Peukert. Und das lag ja alles schon jahrelang in den Schubladen. Endlich wurde es umgesetzt, weil die Weltfinanzkrise hat ja gezeigt, auch da wird uns Zukunft geraubt. Überall wurde den vor allen Dingen auch ganz jungen Menschen bewusst, hier wird uns ja Zukunft geraubt. Und bei dieser Schuldenkonferenz wurde sortiert, was ist legitim und was nicht. Löhne und Renten wurden gerettet und alles andere kam auf den Prüfstand, wurde geschrumpft, getilgt oder auch enteignet. Krimogene Spekulation kam vor Gerichte, ebenso wie krimogene Umweltzerstörung. Und mit krimogen bezeichnete man das,
was Menschen wider besseren Wissens trotzdem getan haben und die zerstörerischen Folgen in Kauf genommen hat. Man hat sich sowieso gewundert, wie konnte das sein, dass wir uns diese Werbeflut so lange haben gefallen lassen? Wieso diese Müllflut und eben auch diese Kreditflut? Und überlebensdienliches Geld wurde nun genauso nachgedacht wie überlebensdienliches Produzieren und Konsumieren. Und es wurde auch wirklich Zeit. Natürlich war es nicht leicht, aber es entstand europaweit, entstanden neue Ökobündnisse, eben auch unter Druck dieser Jugendbewegung. Und die forderten Notstandsregierungen. Und das war eigentlich dann die Tür, die sich öffnete, auch im Zusammenhang mit der Europawahl. Wir wollen wirkliche Notstandsregierungen. Da können dann gerne auch die redlichen Sozialdemokraten rein und die redlichen Grünen, die ja auch mal eine andere Denke hatten und Besseres wussten, als sie taten. Und ich habe heute die große Freude, den damaligen gewählten Leiter der Notstandsregierung, Bundeskanzler der Notstandsregierung, Bruno Kern, zu begrüßen. Und er war jahrelang als Aktivist im ökosozialistischen Netzwerk tätig, so bescheiden wie beharrlich. Er hat dann zum Beispiel immer geschrieben, die Wahrheit ist dem Menschen zumutbar. Das geht ja auf Ingeborg Bachmann zurück. Und hat gegen diese grünen Lügen angeredet. Und Greta hat ihn eines Tages angerufen und gesagt, du musst einfach bei uns mitmachen. Und Bruno Kern ist jetzt heute bei uns, kann uns erzählen, wie das alles anfing vor 10 Jahren, Entschuldigung. Und es kam mir schon auch so lange weit weg vor. Ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, wie es damals war. Also, Bruno Kern, schön, dass du da bist. Wie ging das los? Ja, das war damals in der Tat eine sehr aufregende Zeit, denn es war alles andere als sicher, ob wir es wirklich schaffen oder nicht. Und es gab sehr, sehr viele, die schon resigniert hatten und gesagt haben, es hat überhaupt keinen Sinn mehr, sich politisch zu betätigen. Und wir waren damals froh, dass wir nicht vorzeitig resigniert haben, sondern dass wir gesagt haben, solange uns das noch niemand hundertprozentig vorrechnen kann, dass wir keine Chance mehr haben, gehen wir als Arbeitshypothese davon aus, dass wir eine haben. Und zwar auch belehrt von der Geschichte. Wir haben immer wieder festgestellt, es gab überraschende Aufbrüche und überraschende Bewegungen, die uns keine klugen Analysten, keine klugen Lohn-, Preis- und Profitgelehrten auch unter den Marxisten vorausgesagt haben und die auf einmal ein Zeitfenster geöffnet haben. So ging das damals auch. Also wenn Sie sich noch erinnern an die Zeit, es fing schon 2018 an. Da haben sich einige Krisen gleichzeitig zugespitzt. Allen voran der Klimawandel, der auf einmal auch bei uns deutlich spürbar wurde, da haben die Leute auf einmal realisiert, das ist keine abstrakte Debatte, wir sind da schon mittendrin. Dann, was sich noch zugespitzt hat, war die Gefahr einer neuen Finanzkrise, weil man 2007, 2008 die alte Krise dadurch bewältigen wollte, dass man die Grundlagen für eine neue eben gelegt hat. Es haben sich neue Blasen aufgetürmt. Das war eben die zweite große Krisentendenz und die dritte große Krisentendenz war damals, wir hatten auf einmal wieder einen neuen Kalten Krieg. Und wir fanden es besonders absurd damals, wir Ökosozialistinnen und Ökosozialisten, dass wir eine unglaubliche Ressourcenverschwendung betreiben, nur um uns auf die Kämpfe um knapper werdende Ressourcen vorzubereiten. Das fanden wir einfach den Gipfel der Absurdität. Es war ja damals auch tatsächlich so, dass die Schubladen für diese Kämpfe um knapper werdende Ressourcen bereits, das war keine Verschwörungstheorie, sondern es gab bereits Strategiepapiere in den Schubladen der Militärs. Ich erinnere nur an das European Defense Paper 2004, das bereits diese Gedankenspiele entwickelt hat. Also diese Krisentendenzen gab es und da gab es natürlich diese Stimmen unter anderem auch in diesem globalisierungskritischen, in dieser NGO. Jetzt weiß ich wieder, wie das hieß. ATTAC? Ah ja, ATTAC war das, ja. Die haben dann beharrlich darauf hingewiesen, diese Krisen lösen wir alle nur, wenn wir den Kapitalismus überwinden. Nur jenseits des Kapitalismus ist es überhaupt vorstellbar, ökologische Nachhaltigkeit zu erreichen. Und natürlich, Sozialistinnen haben damals das auch geteilt. Nur wir haben dazu gesagt, das ist nur die eine Hälfte der Antwort.
man darf auch sozusagen diese Analyse, diesen Befund nicht zum Alibi werden lassen, mit nötigen und jetzt schon möglichen Schritten zu warten, bis wir die Weltrevolution geschafft haben, sondern wir sind darauf angewiesen, mit den uns jetzt schon zur Verfügung stehenden Mitteln, vor allem ordnungspolitischen Instrumenten, wichtige Weichenstellungen hinzukriegen, Reduzierungen, CO2-Reduzierung hinzukriegen und so weiter. Wir haben also uns darauf besonnen, wir müssen ganz im Sinne der alten Rosa Luxemburg revolutionäre Reformpolitik machen, nämlich dass die Alternative wäre ansonsten gewesen, dass wir es riskiert hätten, in eine Dynamik reinzuschlittern, in der wir politisch gar nichts mehr gestalten können, sondern nur noch Katastrophen verwalten. Also man wollte kein Chaos. Und die Institutionen waren ja auch da. Das war ja dann eigentlich die große Überraschung. Ach, es ist eigentlich schon so viel in unserer Verfassung, in unseren Institutionen, in unseren Behörden sogar angelegt für einen Wandel. Das ist richtig nutzen. Das ist richtig. Wir haben in Deutschland zum Beispiel festgestellt, also wir haben wenigstens noch einen teilweise funktionierenden Rechtsstaat. Das haben wir zum Beispiel damals gemerkt, 2018, als die deutsche Umwelthilfe die Regierung zwang, sich auf Recht und Gesetz zu besinnen. Wir haben auch auf internationaler Ebene konnten wir zurückgreifen auf bestehende Institutionen, aber für uns war was ganz anderes wichtig. Wir wussten selbstverständlich, wenn wir eine beherzte, mutige Politik, wie sie notwendig war damals, in die Wege leiten, die nun wirklich mutige Reformschritte unternehmen musste, dann hieß das tatsächlich, wir müssen uns mit dem Kapital anlegen. Und wir waren klug genug zu wissen, diesen Kampf mit dem Kapital, den gewinnen wir nur, wenn wir gleichzeitig uns Rückendeckung holen von zivilgesellschaftlichen Kräften. Und umgekehrt wussten wir auch, wenn wir als Notstandsregierung den Mut haben, bestimmte Maßnahmen zu setzen, dann ist das auch dann löst das auch eine Mobilisierungskraft in der Gesellschaft aus. Und wir haben gestaunt darüber, wie viele gesellschaftliche Kräfte da eigentlich vorhanden waren, die auf einmal uns unterstützt haben. Das fing mit den großen Kirchen an, als wir dieses vollkommene Rüstungsexportverbot durchgesetzt haben. Da war die Union auf einmal ganz kleinlaut, weil die großen Kirchen, sowohl die Katholen als auch die Evangelen, das unterstützt haben, zum Beispiel. Ja, vor allem die Evangelen. Und die Beschäftigten hat man aber auch mitgenommen, weil es war ja eigentlich herrschende Angst. Also die Angst hat auch so stark die Menschen gelähmt, die Angst um den Arbeitsplatz. Ja, also das war auch eine Grundeinsicht, von der wir ausgegangen sind. Wir haben gewusst, als Demokraten, wir waren zwar eine Notstandsregierung, aber wir wollten keine Ökodiktatur haben. Wir haben gewusst, als Demokraten haben wir den Anspruch, dass wir die große Transformation der Gesellschaft, die notwendig ist, nur dann gelingt, wenn sie getragen ist von den Köpfen und Herzen der Menschen. Wenn eine große Mehrheit der Bevölkerung sie wirklich auch mitträgt, und das gelingt wiederum nur dann, wenn wir den Leuten die Angst nehmen, dabei ins existenzielle Loch zu fallen. Das heißt, wir wussten ganz genau, alle ökologischen Reformschritte mussten Hand in Hand gehen mit einer mutigen Umverteilungspolitik von oben nach unten. Nicht mehr so in diesem alten, altbackenen keynesianistischen Sinne, wie damals noch die Partei Die Linke gedacht hat oder auch ganz viele in dieser globalisierungskritischen, wie heißt das nochmal, Attack, ja, die haben nämlich immer noch so gedacht, ja, wir machen Umverteilung, weil das ja die Konjunktur belebt. Wir haben gesagt, nee, umgekehrt wird ein Schuh draus. Gerade weil unsere Ökonomie nicht mehr wachsen darf, brauchen wir umso radikalere Schritte der sozialen Umverteilung. Und als wir das gemacht haben, dann hatten wir die Mehrheit der unteren Klassen auf unserer Seite und sehr, sehr bald auch die Gewerkschaften. War unterschiedlich, also Verdi ging da voran und auf einmal stand die IG Chemie und Bergbau ziemlich isoliert da und die sind dann schließlich auch eingeschwenkt auf unseren Kurs. Und es gab ja auch diese überraschende Initiative, 1000 Juristen stellten sich 100 Tage zur Verfügung, um diese ganzen Steuerschlupflöcher aufzufinden und dann war plötzlich sehr viel Geld da. Selbstverständlich, das war uns eigentlich allen klar, dass es nicht am knappen Geld scheitert. Das Geld war nicht knapp, das war nur in den falschen Händen. Und wir haben dann nach und nach diese Umverteilungsschritte eingeleitet. Der erste Schritt dahin war einfach, wir mussten nur erstmal
das wieder zurücknehmen, was alles Ende der 90er, Anfang der 2000er Jahre verbrochen wurde. Diese unglaublichen, dreisten Steuergeschenke für Unternehmen und für Reiche haben wir zunächst mal zurückgenommen in einem ersten Schritt. Und dann wurde dieser Umverteilungsgedanke doch gesellschaftlich sehr selbstverständlich. Und wir hatten eigentlich dann immer weniger Probleme, diese Politik durchzusetzen. Ja. Und jetzt wollen wir noch mal natürlich uns erinnern, es war ja nicht so leicht mit den Mächtigen, also Automobillobby, Öllobby, Pharmalobby, Agrarbusinesslobby. Das war schon ein bisschen schwer. Das war schwierig. Also zum Beispiel, was die Agrarpolitik betraf. Wir hatten da natürlich diesen mächtigen Bauernverband, aber wir haben dann sehr, sehr bald gesehen, das ist ungefähr so wie beim Märchen des Kaisers Neue Kleider. Wir haben das Kind gebraucht, das drauf gezeigt hat und gesagt hat, der ist ja nackt. Und zwar war das deswegen möglich, es gab damals gerade im Agrarbereich Entwicklungen, die eine große Bevölkerungsmehrheit aufgeschreckt haben. Das Bienensterben, die Leute sind erschrocken, dass möglicherweise diese Arbeit der Bienen, der Befruchtung in großem Stil nicht mehr funktionieren könnte. Die Leute sind erschrocken darüber, über bestimmte Entwicklungen in dem Bereich auch. Stimmt, da gab es ja dann auch dieses Artenschutzbegehren damals. Ja, da gab es dieses, da die Bayern waren uns da ausnahmsweise mal voran, ja. Das hat uns ja sehr erstaunt, trotz ihrer damals etwas problematischen Regierung. Aber die Bevölkerung ist da mutig vorangegangen. Da gab es natürlich auch eine neue Sensibilität für das Tierwohl. Also keiner konnte es mehr ertragen, dass Ferkel ohne Betäubung kastriert wurden. Und wir haben uns dann darauf besonnen, auf politische Maßnahmen, die eigentlich schon seit Jahrzehnten auf dem Tisch lagen und die nur daran gescheitert sind, dass Julia Klöckner und solche Leute einfach nicht den Mut hatten, sich mit einer Lobby anzulegen. Da war zum Beispiel die alte Forderung nach der Flächenbindung bei der Tierhaltung. Das wussten wir schon seit 50 Jahren, dass das nötig ist. Da war die alte Forderung der Futtermittelimportverbote. Da war die alte Forderung der Streichung der Subventionen für Agrarprodukte und so weiter. Und wir haben dann die Erfahrung gemacht, als wir gesagt haben, wir dürfen nicht einfach nur so Ökolandbau als Nische fördern, sondern wir müssen den Mut haben, in der Landwirtschaft die sogenannte gute fachliche Praxis neu zu definieren. Da haben wir auf einmal gesehen, wir haben nicht nur die Arbeitsgemeinschaft bäuerliche Landwirtschaft auf unserer Seite, sondern weil das auch internationale Zusammenhänge gab, hatten wir wiederum die großen kirchlichen Hilfswerke wie eben Miseria und Brot für die Welt auf unserer Seite. Und mit diesem Rückenwind konnten wir endlich eine vernünftige Agrarpolitik durchsetzen. Und gute fachliche Praxis, das gab es ja auch im internationalen Sprachgebrauch, Best Practice, da erinnerte man sich, hey, das ist eigentlich ein sehr guter, brauchbarer Begriff, der von Japan über China bis hier eigentlich gut etabliert ist, brauchbar. Selbstverständlich. Und ein anderer Punkt war ja noch bei der Agrarwende, wir hatten die Verbraucher auf unserer Seite. Wir hatten ja schon lange die Situation, auch 2018, dass die Nachfrage nach Bio-Lebensmitteln, nach anständig angebauten Lebensmitteln viel, viel größer war als das herrschende Angebot. Und da haben wir gesagt, okay, das ist ein typisches Beispiel dafür, dass die Konsumentenmacht ihre Grenzen hat. So sympathisch das uns auch war, auch im Sinne der Selbstermächtigung, dass Leute das, was in ihrer Reichweite lag, auch getan haben. Hier hat man gesehen, dieser Ansatz stößt an Grenzen und der Einzelne ist völlig überfordert, wenn nicht die Politik die Rahmenbedingungen setzt. Auf diese kritischen Konsumenten konnten wir uns stützen, um die nötigen politischen Maßnahmen durchzusetzen. Dann gehen wir doch jetzt auch mal so im Einzelnen nochmal durch. Also das Größte, also ihr habt ja davon gesprochen, wir müssen nicht wachsen, sondern schrumpfen. Wir brauchen nicht ein Wachstums... Da gab es ein Wahnsinnsgesetz, ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz, muss man sich mal vorstellen. Es ist genauso wahnsinnig, wie dass man die Werbung nicht hat stoppen können. Da musste man ein Wachstumsbeschleunigungsgesetz machen. Man machte dann ein Wachstumsentschleunigungsgesetz und die Kultur des Genug, um das schöner auszudrücken, entstand. Und das war natürlich ein riesiges Abrüstungsprogramm, was da auf den Weg gebracht werden musste. Ja, das war deswegen auch schwierig, denn... Also industrielle Abrüstung, meine ich. Ja,
Das stimmt, und in der Frage hatten wir die Schwierigkeit, dass wir es uns nicht nur mit Kapitallobbys anlegen mussten, sondern auch mit dem großen, breiten, ökoliberalen Mainstream, die damals noch ganz anders gedacht haben, 2018. Wenn Sie sich 2018 angeschaut haben, den Zustand der meisten Umweltverbände, vielleicht den BUND ausgenommen, der Öko-Institute, einer Partei, die sich seltsamerweise immer noch die Grünen nannte und so weiter, die haben damals mit dem alten Denken die Transformation hinkriegen wollen, die haben mit dem alten Paradigma und die Transformation schaffen wollen, und zwar haben die gesagt, wir kriegen das alles technisch hin. Wir speisen einen anderen Saft in die Leitung, wir müssen nur statt fossiler Energiequellen jetzt erneuerbare Energiequellen verwenden, und wir können darüber hinaus ansonsten so weitermachen wie bisher. Und da mussten wir den Leuten die Wahrheit sagen, mussten sagen, nee Leute, auch erneuerbare Energien haben begrenzte Potenziale. Erneuerbare Energien sind nicht unerschöpflich. Auch Effizienzmaßnahmen stoßen irgendwann mal an ihre Grenze. Und wir haben das Denken umgekehrt. Wenn Sie sich früher so in den 2000er Jahren die verschiedenen Energiewende-Szenarien angeguckt haben, da war schon die Ausgangsfrage falsch. Also von Greenpeace oder von IFEO, WWF und so weiter. Die Ausgangsfrage lautete, in welchen Zeiträumen können wir bis 2050 welche fossilen Quellen durch erneuerbare Energiequellen substituieren? Und eine Frage wurde völlig zum Tabu erklärt, nämlich die Frage, wie wir es schaffen, den absoluten Verbrauch zu reduzieren. Das durfte nicht angerührt werden, dieses Tabu. Und dieses Tabu haben wir dann erfolgreich durchbrochen und den Leuten einfach gezeigt, wenn euch eingeredet wird von diesem ökoliberalen Mainstream, dass wir sowieso alles technisch hinkriegen, dann hat das eigentlich nur den einen Zweck, dass wir uns drücken können vor der eigentlich politischen Frage, die da lautet, wie kriegen wir auf einer wesentlich schmaleren materiellen Ressourcenbasis eine solidarische Gesellschaft hin. Das mussten wir erstmal durchbrechen, und das war sehr, sehr schwierig. Das war ja das, was man sich auch nicht mehr vorstellen konnte. Was machen wir denn mit der Automobilproduktion? Wie kriegen wir denn die große Konversion, die große Wandlung zu anderen Produkten hin, weil wir erstens weniger und zweitens sinnvoller, reparaturfreudiger. Man muss ja dann praktisch die ganze Produktion umstellen und natürlich auch die Arbeitszeiten oder die Arbeitswege. Man musste andererseits auch wahrscheinlich wieder mehr Menschen in der Landwirtschaft beschäftigen, oder wie war das? Also mein Kabinett ist damals unter meiner Führung natürlich sehr, sehr klug vorgegangen. Wir haben nämlich zuallererst mit den Maßnahmen angefangen, die in die Lebensführung der Leute noch gar nicht groß eingegriffen hat. Und wir haben dadurch Akzeptanz geschaffen. Wir haben nämlich bemerkt, sehr, sehr vieles, was wir produzieren, hat mit dem Wohlstand der Leute gar nichts zu tun, sondern ist schlicht und einfach kapitalistischer Leerlauf. Das Erste, was wir gemacht haben, ist, wir haben ein Gesetz auf den Weg gebracht, das bestimmte Gewährleistungsfristen für bestimmte Produkte festgelegt hat. Wir haben da so ein bisschen über die Grenze geguckt, da gab es schon 2010 in Frankreich so ein Gesetz gegen geplante Obsoleszenz. Also gegen die Tatsache, dass eben Industrieunternehmen bewusst auf Verschleiß produzieren, bewusst Schwachstellen einbauen. Und wir haben dann gesehen, die Franzosen haben das nicht so gut hingekriegt. Also es war immer schwer, da die Nachweispflicht lag dann immer beim Kläger und so. Und wir haben gesagt, wir machen es ganz anders. Wir legen schlicht und einfach Gewährleistungsfristen fest. Und niemand hat es als Einbuße seiner Lebensqualität empfunden, wenn sein Kühlschrank plötzlich 40 Jahre gehalten hat, als 15 Jahre. Was in der DDR auch schon möglich war übrigens. Darauf haben wir uns besonnen. Und auf einmal haben die Leute das überhaupt erst gemerkt, was da eigentlich für ein Unsinn ist, dass wir einfach kapitalistischen Leerlauf bedienen mit einer unheimlichen Ressourcenverschwendung
und dass das mit unserem Leben, mit unserer Lebensqualität gar nichts zu tun hat. Einen zweiten Punkt möchte ich noch dazu sagen. Wir haben in der Abfallwirtschaft, wir haben nicht so rumgepfuscht wie damals noch die Frau Schulze oder wie sie hieß, nicht so rumgepfuscht mit Recyclingquoten, die eine völlige Lüge waren. Also die haben ja nur das gemessen, was sozusagen als Input reinkam und nicht das, was wirklich stofflich wiederverwertet wurde, sondern wir haben gesagt, das Erste muss eine radikale Vermeidungsstrategie sein. Und zwar können wir ordnungspolitisch eingreifen. Wir können schlicht und einfach bestimmte energieverschleißende Produkte, die kein Mensch braucht, verbieten. Zum Beispiel Getränke in Weißblech-Aluminiumdosen. Unheimlich energieverschwendend. Wir haben das nicht verstanden. So eine Weißblech-Aluminiumdose hat in der Produktion bereits fünfmal so viel Energie verschlungen wie eine Glasflasche oder auch eine PET-Flasche. Da haben wir gesagt, warum nicht das mit einem Federstrich einfach verbieten? Das war auch EU-rechtlich damals überhaupt kein Problem, war mit EU-Recht völlig vereinbar. Wir haben ganz, ganz viele Produkte, die damals im Supermarkt also einfach nur auch in Wegwerfbehältern, Kunststoff oder Glas und so weiter angeboten wurden, haben wir integriert in Mehrwegsysteme. Und das wurde von der Bevölkerung sehr, sehr schnell akzeptiert. Aber ehrlicherweise muss man schon dazu sagen, dieses To-Go war ja auch praktisch und diese Dosen waren praktisch. Also die Leute haben sich schon auch ein bisschen daran gewöhnen müssen, dass sie auf diesen Luxus jetzt verzichten. Also müssen wir schon sagen, dass das ja auch alles wahnsinnig bequem war, was einem da geboten war. Naja, so bequem war es auch gar nicht und die Leute haben auch die Kehrseite gesehen. Also was diese To-Go-Becher betraf, da hatten wir ja sehr, sehr bald die Kommunalpolitiker auf unserer Seite. Ja, die natürlich mit den Müllbergen zu kämpfen hatten und wir haben die dann darauf aufmerksam gemacht. Wir haben ja nicht alles als Bundesregierung gemacht, sondern wir haben natürlich uns schon an die verschiedenen Ebenen gehalten. Wir waren auch föderal und wir haben die Hoheit der Kommunen natürlich auch gefördert und wertgeschätzt. Wir haben aber die Kommunen darauf aufmerksam gemacht, dass sie selber dagegen einschreiten können. Und ganz viele Kommunen haben damals eine Abfallabgabe eingeführt. Das betraf Starbucks, das betraf McDonald's und so weiter. Eine ziemlich empfindliche Abfallabgabe. Die konnten da auch hoch pokern, weil wenn so ein McDonald's nicht mehr in der Stadt ist, vermisst ihn eigentlich keiner. Und das war... Meine Enkel haben da schon ein bisschen protestiert. Ja, aber da waren Sie doch wieder als Oma diejenige, die dafür das nötige Bewusstsein gesorgt hat. Nee, das war nicht ganz leicht. Ja, das war bestimmt nicht ganz leicht, nee, aber die Kommunen haben auf einmal entdeckt, die waren eh immer klamm, wir haben da eine interessante Einnahmequelle und wir müssen es uns nicht gefallen lassen, uns dieses Müllproblem aufladen zu lassen von diesen Leuten. Also auch hier wiederum hat sich bewährt, man muss nicht unbedingt mühsam beim Konsumenten anfangen und appellieren an seine Moral und so weiter, sondern man muss nur kluge politische Maßnahmen setzen. Und wir müssen ja auch uns immer vorstellen, da stand ja auch immer Greta. Da standen ja immer diese Schülerfreigeister auf der Straße, die auch immer gesagt haben, diese Notstandsregierung brauchen wir jetzt und wir wollen wirklich beherzte Politik. Das hat euch ja auch immer wieder diesen Rückenwind gegeben. Das Jugendlichen. Selbstverständlich. Also wir waren ja damals sowieso, ich war ja damals auch schon 60 Jahre alt. Und man sieht, wie diese Revolution uns jung gehalten hat. Wir sind jetzt, ich bin 74, das war auch über 70, wir waren damals 64, aber... Ja, das war ja damals so wie 1789 bei der Französischen Revolution, als die Turmuhren angehalten wurden. Vielleicht ist das auch so ein Faktor. Aber wir waren damals von unserer Biografie her schon eher dazu geneigt zu sagen, was soll's, das dicke Ende kriege ich persönlich eh nicht mehr mit, da habe ich dann meinen Löffel abgegeben. Ich habe ja meinen Teil getan, ich habe mich ja schon Anfang der 80er engagiert und in Mutlangen blockiert und so weiter. Das ist jetzt nicht mehr meine Sache. Und dann kamen diese Jugendlichen, Greta natürlich und diese Schülerbewegung, aber auch zum Beispiel diese Protestbewegung im Hambacher Forst, die Baumbesetzer und so weiter, die mich persönlich damals sehr angerührt haben, die damals auch gesagt haben, wir sind die letzte Generation, die es noch schaffen kann. Und in dieser Situation war ich und sehr viele, die schon ergraut waren damals, waren wir berührt und haben gesagt,
wenn Jugendliche so denken, dürfen wir sie jetzt nicht allein lassen. Das hat uns graue Häupter dazu ermutigt, jetzt nochmal neu einzusteigen und uns auf unsere revolutionären Jugendtage zu besinnen. Und auch die großen Fragen zu stellen. Du selber bist ja auch Theologe und Philosoph und das war auch dein Mitwirken, dass man aus diesem Klein-Klein rauskam, was auch einen völlig verrückt gemacht hat, immer nur so winzige Klein-Klein-Errungenschaften, wie jetzt bei diesem Tierwohl, was du erwähnt hast damals, oder nur Strohhalme verbieten oder so. Aber die großen Fragen konnten eben auch wieder gestellt werden, wenn man eben auch wirklich beherzte Antworten parat hat. Also wir haben vor allem eines entdeckt. Wir haben gesehen, dass sich Leute dann mobilisieren lassen, wenn es wirklich um große Ziele geht. Wir waren damals zum Beispiel 2018 alle sehr deprimiert drüber. Ein neuer kalter Krieg bahnte sich an. Es wurde aufgerüstet massiv und die alte Friedensbewegung war fast inexistent oder sehr, sehr schwach. Und wir haben damals kapiert, die machen einen Fehler. Und zwar machen die den Fehler, dass sie sich immer wieder verzetteln in dieses Klein-Klein. Immer wieder den Militäreinsatz kritisieren, immer wieder diese neue Drohnentechnik und so weiter. Und wir haben das Gefühl damals gehabt, damit lockt man keinen Hund hinter den Ofen hervor. Die Leute sind bereit, sich wieder zu engagieren, wenn es um wirklich große Ziele geht. Und mein Verteidigungsminister damals, das war der Jürgen Kresslin aus Freiburg. Der von Heckler und Koch. Ja, der Heckler und Koch ganz schön in die Enge getrieben hat damals. Also ja. Der Rüstungsgegner. Ja, ja, der große Rüstungsgegner, der war ja nicht mal Jurist, ist ja von Haus aus Pädagoge, ne? Und hat die ganz schön ins Schwitzen gebracht und wir haben ihn dann zum Verteidigungsminister gemacht. Und wir haben uns drei große Ziele auf die Fahnen geschrieben. Wir haben gesagt, erstens mal keine Rüstungsproduktion mehr auf deutschem Boden. Zweitens mal raus aus der NATO und drittens mal Bundesrepublik ohne Armee. Und auf einmal war die Friedensbewegung wieder da. Auf einmal war das für die Leute wieder interessant. Die haben gesagt, ja, wenn es darum geht, wenn es um diese großen Ziele geht, da bin ich wieder dabei. Und auf einmal hatten wir sie wieder da, die alte Friedensbewegung aus den 80er Jahren. Und mit denen konnten wir Politik machen. Und jetzt haben wir keinen Verteidigungsminister mehr. Der heißt jetzt offiziell Abrüstungsminister und hat jetzt die Aufgabe, diese alten Strukturen abzuwickeln. Und Abrüstung war ja sowieso das große Wort. Vielleicht noch ein paar Stichworte. Also der Weg zur Gleichgewichtswirtschaft, Wirtschaft zur Kreislaufwirtschaft, manche nennen es auch Gemeinwohlwirtschaft. Eine insgesamt ökonomische Abrüstung. Wir müssen noch sprechen über die Verkehrswende, aber auch die Arbeitswende und wie diese neue Kultur des Genug sich auf den Weg machte und auch darüber, wie eine bewusste Planung, also ich meine, das Wort Plan war ja völlig aus dem Sprachgebrauch verloren gegangen und plötzlich fragten diese Jugendlichen, ja, warum wird ja eigentlich nicht mehr geplant? Ja, stimmt, eigentlich brauchen wir einen Plan. Das Wort Plan machte wieder eine ganz neue Karriere. Machte eine ganz neue Karriere, aber das war gar nicht so leicht. Denn gerade in den kritischen Bewegungen, auf die wir uns gestützt haben, wurden makroökonomische Fragen erstmal ganz schön vernachlässigt. Ja, ich war zum Beispiel 2014 auf dem großen Kongress der Bewegung Die Groß in Leipzig. 3000 Leute aus ganz Europa waren da. Postwachstum, die Groß kann man ein bisschen schlecht übersetzen, man kann es auch sagen, Schrumpfungsbewegung. Also alles Leute, die gewusst haben, das ist das Entscheidende, wir müssen uns von dieser Wachstumsgesellschaft verabschieden. Aber der Großteil dessen, was sie da miteinander diskutiert haben, in Workshops erarbeitet haben und so weiter, spielte sich so im kleinen Bereich ab. Man konnte zum Beispiel da in einem Workshop lernen, wie man Kompostklo macht und solche Sachen. Alles nicht unwichtig und höchst interessant, aber die großen ökonomischen Zusammenhänge, die wurden kaum behandelt. Die wurden behandelt damals von meinem jetzigen Finanzminister, vom Helge Peukert, ja, und von mir. Das waren die einzigen zwei Workshops, die da angeboten wurden. Klar, wir haben gewusst, wir müssen, Schrumpfung ist nicht vereinbar mit der Anarchie von privaten Profitinteressen. Denn jede Schrumpfungspolitik kann schulökonomisch nur wahrgenommen werden als tiefe Depression.
die Investitionsneigung geht natürlich zurück schulökonomisch, weil eben die Profiterwartung sinkt und so weiter. Und hier kann man schlicht und einfach nur planwirtschaftlich eingreifen. Das war aber schwierig. Vor allem, wir begannen damit in einzelnen Bereichen. Ja. Aber es war sehr, sehr schwierig durchzusetzen, gerade im Autoindustrieland Deutschland. Aber dann fangen wir doch damit jetzt mal an konkret. Was wurde denn dann planwirtschaftlich neu organisiert und entschieden und umstrukturiert? Also wir haben zunächst mal begonnen mit den Bereichen, wo wir auch gemeint haben, da wird es die meiste Akzeptanz bei den Menschen haben, nämlich alles, was die konkrete Daseinsvorsorge betrifft. Das sind ja Bereiche, die eigentlich von ihrer Sachlogik her gar nicht kapitalistisch zu organisieren sind. Ja, das haben wir gesehen bei der großen Privatisierungswelle der Krankenhäuser. Also das, worum es dabei eigentlich geht, die Gesundheit der Menschen bleibt auf der Strecke, wenn man die Krankenhäuser durch Fallpauschalenmodelle und Ähnliches zwingt, Profit zu erwirtschaften und sie in die Privatisierung reintreibt. Das haben wir dann besonders gesehen, so Ende der, also 2018 rum, bei der Entwicklung der Mieten. Ja, da geht es ja wirklich auch um die unmittelbare und materielle Existenz der Leute. Und in diesen Bereichen haben wir angefangen, Privatisierung zurückzunehmen und mehr und mehr planwirtschaftliche Elemente einzuführen. Die Automobilindustrie hat es uns dann komischerweise überraschend leicht gemacht. Da hatten wir auf einmal aufgrund der Mogeleien, die sich die zu Schulden kommen lassen, eine juristische Handhabe, die wir sonst nicht gehabt hätten. Das war natürlich etwas, was uns sehr entgegengekommen ist, aber das war schon ein schwerer Brocken. Aber da hat die Kfz-Behörde plötzlich sich in Erinnerung gerufen, dass sie ja als Behörde eigentlich auch eine andere oder positivere Rolle spielen kann bei der Überwindung des Individualverkehrs. Ja, das stimmt. Wir haben natürlich sozusagen dafür gesorgt, dass diese Behörden wieder ordentlich arbeiten. Aber es war trotzdem der schwerste Brocken der Transformation, soweit wir sie jetzt geschafft haben, der Ausstieg aus der Automobilgesellschaft. Man muss sich vor Augen halten, wir haben ja jetzt in diesem Jahr unseren Plan durchgesetzt, jetzt 2030, dass wir gesagt haben, ab diesem Jahr werden keine PKWs mehr zugelassen für den rein privaten Gebrauch. Und wir waren uns dessen bewusst, dass die Automobilindustrie dadurch auf ein Zehntel ihres Bestands von noch 2018 schrumpfen wird. Aber der Hintergedanke war ja folgender. Es gab ja damals dieser ökoliberale Mainstream, der gesagt hat, ach, wir können so mit den 45 Millionen PKWs auf deutschen Straßen ruhig weitermachen. Die werden halt dann mit Brennstoffzellen fahren oder mit E-Autos. Und als dann dieser Dieselskandal kam, dann kam ja damals schon vom damaligen Bundesrat und von der damaligen Bundesumweltministerin, von der Frau Hendricks, kam damals schon der Vorschlag, ab 2030 keine Verbrennungsmotoren mehr. Und wir haben dann schlicht und einfach eins und eins zusammengezählt. Wir haben das aufgegriffen damals und haben gesagt, aufgrund der Tatsache, dass E-Autos eigentlich noch das viel größere ökologische Desaster sind als ein Benziner oder ein Diesel, müssen wir diesen Vorschlag aufgreifen und konsequent weitertreiben und sagen, keine PKWs mehr für den privaten Gebrauch, denn wir berücksichtigen beim Automobilverkehr nicht nur den laufenden Betrieb, sondern eben auch die Produktion. Und so ein Kleinwagen, der hat damals so ein Benziner oder Diesel bereits in der Produktion so etwa 20.000 Kilowattstunden schon mal verbraucht. Bei den E-Autos war es noch ein bisschen mehr, weil die mehr Leichtbauweise brauchten, um die schwere Batterie zu kompensieren. Und da haben wir nachgewiesen, das ist ökologisch überhaupt nicht effizient. Abgesehen davon, Lithium-Ionen-Batterien, Lithium ist ein sehr beschränkter Rohstoff, 13 Millionen Tonnen bekannter Reserven. Und wenn man da 1 Milliarde Autos umrüsten will, die weltweit unterwegs sind, da kann man nur sagen, dieses Projekt E-Auto war, wenn es überhaupt einen Ansatz von Vernunft in sich enthielt, war von vornherein ganz eurochauvinistisch gedacht. Weil man sich von vornherein bewusst war, das geht nur für einen kleinen Teil. Es geht nur für die reichen Industrieländer. Und auf die Art und Weise haben wir das durchgesetzt. Das heißt,
Es gibt immer noch Transportfahrzeuge, es gibt immer noch die Betriebsfahrzeuge vom Malermeister und so weiter. Es gibt immer noch Taxis, also wir brauchen E-Autos, ohne Zweifel, aber nicht als Massenverkehrsmittel. So, und jetzt haben wir ja 2030 erreicht und jetzt sind wir endlich so weit, dass ab diesem Jahr keine PKWs für den rein privaten Gebrauch mehr zugelassen werden. Und wie war es mit dem Flugverkehr? Und ja, das war auch ziemlich schwer. Und zwar aufgrund der Tatsache, das war ja in Deutschland auch für breite Massen eine Selbstverständlichkeit, einmal im Jahr wenigstens nach Malle zu fliegen oder sowas. Das hat sich also wirklich eingeschliffen und das haben die Leute mit Lebensqualität damals verwechselt. Und wir haben alle gewusst, Flugverkehr hat einen ganz, ganz hohen Anteil am Klimawandel, denn da darf man ja nicht nur das CO2 berücksichtigen, sondern gerade in höheren, in der Stratosphäre, da ab 10.000 Meter Höhe, da kumulieren sich einige Faktoren. Also ein Flugzeug ist viel, viel klimaschädlicher als das, was man nur am CO2-Ausstoß bemessen kann. Aber hier haben wir es auch wieder ganz schlau gemacht. Wir haben, um Akzeptanz zu erzeugen, mit den Maßnahmen begonnen, die erstmal den normalen Menschen gar nicht wehgetan haben. Unser erster Schritt war, wir haben schlicht und einfach ein Verbot von Kurzstreckenflügen unter 1000 Kilometern verfügt. Wen hat das denn betroffen? Und selbst die, die es betroffen haben, die haben sehr, sehr bald bemerkt, das hat nicht mal einen großen Zeitvorteil, wenn ich etwa von Frankfurt nach Berlin fliege und da eben nicht im Stadtzentrum ankomme, dann mit dem Intercity, mit dem ICE-Hopper bin ich in 3,5 Stunden da, da muss ich ein- und auschecken und bin erst recht noch nicht in der Stadt und so weiter. Dieser geringe Vorteil, den man da eventuell hatte, der lohnte sich einfach nicht. Und diese Maßnahme, die hatte eigentlich noch einen zweiten willkommenen Nebeneffekt. Dadurch, dass wir Kurzstreckenflüge einfach verboten haben, haben wir die Bahn befreit von dem Konkurrenzdruck mit der Fliegerei. Und wir haben ihr sozusagen dadurch erst die Luft verschafft, sich auf ihre eigene Aufgabe wieder zu besinnen und wiederum zur Flächenbahn zu werden, wie sie es früher mal war. Und wie es in der Schweiz ja auch vorgemacht wurde, das war ja dann das große Modell. Das Schweizer Modell, selbstverständlich, wir haben immer wieder darauf hingewiesen, guckt in euer Nachbarland, das letzte Alpental, das da irgendwo drin, ein letzter Ort, der da irgendwo in so einem Tal liegt, wird wenigstens noch zweimal am Tag mit so einem Sammelbus erreicht. Es geht. Man kann die Mobilität der Menschen anders organisieren. Allerdings, wir haben auch dazu gesagt, und das war dann natürlich auch ein bewusstseinsbildender Effekt. Wir haben auch gesagt, wir werden auch ein anderes Verhältnis zur Mobilität gewinnen müssen und wir werden uns überlegen müssen, was entspricht eigentlich menschlichem Maß. Also die Kategorie haben wir damals wiederentdeckt und haben gesagt, es entspricht eigentlich nicht menschlichem Maß, dass der Mensch praktisch in 24 Stunden an jedem Punkt der Erde sein kann. Wir haben uns auch darauf wieder zurückbesonnen. Das war wieder ein Beispiel dafür, dass durch mutige politische Maßnahmen auch ein Bewusstseinseffekt erzielt wurde. Ja, und ich meine, die Versammlungen damals waren schon sehr schmerzhaft, weil ich meine, der Abschied vom Auto war ähnlich wie der Abschied von McDonald's, nicht schmerzfrei, und vom Coffee to go. Aber da war so beides. Es war diese Abschiedsstimmung, aber wie es damals immer hieß, wir müssen uns von vielen verabschieden, aber wir sind auch die Hebamme einer Zukunft, die auch viel Begeisterndes bereithält. Und das war irgendwie so spannend, wie diese Energien der Angst und der Prekarisierung und auch eigentlich waren auch viele angeekelt von diesem ganzen Plastikmüll und von dieser ganzen Tierquälerei. Und das hat sich ja dann gewandelt zu einer Stimmung, wo man wieder Lust aufs Leben bekam und auch Arbeit sich dann anders darstellte. Deswegen vielleicht zum Schluss nochmal ein Blick auf die große Wende in der Arbeitswelt. Also da sprichst du was ganz Wichtiges an. Wir haben sehr, sehr bald erkannt, also wir werden keinen Blumentopf gewinnen, wenn wir also Opfer und Verzicht und Sweat, Blood and Tears predigen, wie damals Churchill,
sondern wir müssen darauf aufmerksam machen und die Leute dazu gewinnen, für den ganz neuen Wohlstand, den wir dadurch erreichen. Und der wichtigste Faktor war der Zeitwohlstand, den wir gewonnen haben. Zeit, das haben die Leute sehr, sehr schnell kapiert, ist die knappste Ressource, die wir haben, unsere wertvolle Lebenszeit. Und der größte Wohlstandsgewinn, den wir erzielt haben, war dies. Es gab ja zwei Tendenzen in der Arbeitswelt. Die eine Tendenz war, einerseits haben wir tatsächlich wieder viel, viel mehr Man- and Woman-Power in vielen Bereichen gebraucht. Wir haben Energieverschleiß reduziert. Das hieß aber gleichzeitig, dass wir zum Beispiel eine Reparaturgesellschaft anstatt einer Wegwerfgesellschaft geschaffen haben. Wir haben das Recycling perfektioniert und das ist alles mit sehr, sehr viel Handarbeit verbunden. Wir sind von der alten Agrarindustrie wieder zu einer bäuerlichen Landwirtschaft gekommen und haben da gesehen, wir brauchen den doppelten Arbeitskräftebedarf in der Landwirtschaft. Wir haben dann natürlich nicht mehr die Bereiche vernachlässigt, die schon 2018 so vernachlässigt wurden, nämlich all die Bereiche, in denen es von der Natur der Sache her gar keine Produktivitätssteigerungen geben konnte, weil sie direkt mit Menschen zu tun haben. Erziehung, Bildung, Pflege. So, das war die eine Tendenz. Wir haben sehr, sehr viel Arbeitskräfte neu gebraucht. Die andere Tendenz aber war, wir haben sehr, sehr viel Arbeitszeit reduzieren können. Wir haben einfach ganz viel Zeugs nicht mehr produziert. Angefangen mit der Rüstung, haben wir einfach nicht mehr produziert. Ganz viel Zeugs, das eigentlich keine Lebensqualität verbessert hat, sondern krankmachender Unsinn war oder der Repression diente und so weiter. Beziehungsweise wir haben langlebigere Güter produziert, also wir haben dadurch die nötige Arbeitszeit reduziert. Das waren also zwei Tendenzen und unterm Strich hat das schon ergeben, dass wir eine 20-Stunden-Woche einführen konnten. Wir haben dann ein bisschen Streit gehabt mit dieser Globalisierung, wie heißt die nochmal, habe ich wieder vergessen, dieses A mit A war es was. Ja, denn die hatten ganz, ganz viele Befürworter des bedingungslosen Grundeinkommens in ihren Reihen. Da haben wir so ein bisschen gestritten mit denen. Gestritten? Naja, wir haben gesagt, eure Intention ist zwar gut, aber es ist vielleicht doch der falsche Weg. Man kann die soziale Sicherung für Leute ganz anders bewerkstelligen und es ist doch viel, viel gerechter, wenn wir die Tatsache, dass wir jetzt weniger Arbeitszeit brauchen als Gesellschaft, wenn wir die dadurch gerecht verteilen, diese weniger nötige Arbeitszeit, indem wir die Arbeitszeit generell verkürzen. Und so haben dann die Leute auch viel, viel mehr Freiraum bekommen, um ihre lokalen Gemeinschaften aufzubauen. Sie haben viel, viel mehr Freiraum bekommen für so einen Luxus wie Bürgerstunde und sowas und hatten auch viel, viel mehr Spaß, aktiv wieder Politik zu machen. Das war der große Wohlstandsgewinn, Zeitwohlstand. Und viel von der Zeit ging ja dann auch in die vielen Versammlungen, die nötig waren. Man hatte 20 Stunden Arbeitszeit, Erwerbsarbeitszeit, aber dann, und man hatte auch viel mehr Zeit wieder für die Kinder, Familie, Freunde, Politik, aber auch man brauchte viel Zeit, weil die Demokratisierung oder dieses, was man dann bewusst Planung nannte, ja auch viel Versammlungsbedarf mit sich brachte. Also fast die anderen 20 Stunden, die man vorher gearbeitet hatte, gingen jetzt rein in diese irrsinnige Umwandlung in eine Demokratisierung der Ökonomie. Ja, schon viel also Zeit auch. Ich muss ehrlich sagen, dass ich sehr, sehr bedauere, dass die große jüdische Philosophin Hannah Arendt leider schon längst verstorben ist, denn die hätte jetzt gerade ihre große Freude. Die hat ja Politik immer so gedacht, von diesem Grundansatz, dass sich Menschen wie in der Antike an der Agora versammeln und ihre Angelegenheiten selbst in die Hand nehmen. Da gab es mal so einen baden-württembergischen Ministerpräsidenten von einer Partei, die haben sich damals komischerweise die Grünen genannt, heute versteht das niemand mehr. Der hat immer wieder, wenn er ein bisschen angeben wollte, hat er immer wieder Hannah Arendt-Zitate in die Welt geschmissen. Ja?
und hat gar nicht gemerkt, dass er mit ihrem Politikverständnis gar nichts zu tun hatte. Aber diese neue Form von Politik haben Leute wieder entdeckt, weil sie gesehen haben, wir werden instand gesetzt, das, was uns unmittelbar betrifft, selbst in die Hand zu nehmen. Und da lohnt sich dann auch, miteinander zu diskutieren. Was machen wir jetzt in einer Kommune mit dieser Solaranlage und so weiter. Und so haben wir sozusagen die Menschen haben sich selber wieder als Zoon Politikon, als politisches Wesen entdeckt. Ja, und jetzt, ich gucke, ob noch was Wichtiges fehlt. Ich glaube, wir haben jetzt eigentlich schon sehr viel Rückblick gehabt, weil ich bin jetzt auch sehr, sehr neugierig, ob jetzt aus eurer Erinnerung auch noch was kommt, wie ihr euch erinnert an diese Zeit 2018, 2019. Denn ihr wart ja auch dabei bei diesem Wandel. Und ich fände es wahnsinnig toll, Bruno Kern, wenn du jetzt auch noch die Zeit hast. Ich meine, klar, so eine Notstandsregierung, du bist dann auch schon wieder unterwegs mit dem wasserstoffgetriebenen Mobil zur nächsten Kostermann. Aber wir wollen ja auch noch Erinnerungen hier aus dem Münchner Kreis hier an diesem wunderbaren Bürgerwochenende mitgeben. Und ich sehe auch schon drei Hände. Dann gehen wir jetzt mal von Christiane über Eva zum Paul. Also mich würde mal sehr interessieren, wie das Ausland darauf reagiert. Wie war das damals mit dem Ausland? Welches Ausland meinst du? Ich meine das Europäische und das Internationale. Ja, also Notstandsregierungen gab es ja nicht nur in Deutschland. Ja, also da gab es das Ausland und Ausland ist sehr unterschiedlich. Wir hatten da ja auch so ein problematisches Ausland vor unserer Tür. Österreich zum Beispiel, ja, oder andere europäische Nachbarländer, wo wir ganz, ganz starke Rechtstendenzen hatten. Aber das Interessante war, die haben gesehen, die haben auf diese neuen Entwicklungen in Deutschland geguckt und die haben auf einmal gesehen, hoppla, die schaffen es ja, den Rechten das Wasser abzugraben. Am Anfang war nämlich die Befürchtung die, auch ich muss sagen, auch ich selber habe die ganz tief in mir getragen, diese Befürchtung. Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar, ja, aber wenn sie dann merken, es wird wirklich weniger, wir büßen Selbstverständlichkeiten ein, die sich bei uns eingebürgert haben, nicht so wie 2015, wo das ja nur eingebildet war, aber jetzt wird es wirklich weniger, dass sie dann sozusagen chauvinistisch nach innen ihren vermeintlichen Wohlstand verteidigen und dann auch bereit sind, neue Ressourcenkriege mitzutragen, weil das ja unser Erdgas ist, das Erdgas gehört ja denen, die es vernünftig verbrauchen. Ne? Diese Befürchtung hatte ich, aber als dann die Menschen gemerkt haben, nee, wir müssen gar nicht mehr befürchten, sozial abzusteigen, dafür hat die Regierung durch die Festigung der Sozialsysteme gesorgt, da wurde auf einmal auch wurden die Nachbarländer hellhörig und haben gesagt, möglicherweise werden wir auf die Art und Weise, Frankreich, Österreich und so weiter, möglicherweise werden wir auf die Art und Weise mit unserem rechten Pöbel auch fertig. Denn ich meine, eine Erkenntnis war ja auch damals, ich meine, man hatte den Leuten immer eingeredet, es ist nicht mehr genug da, es ist nicht mehr genug da, oh Gott, wir müssen noch mehr arbeiten. Und in Wirklichkeit hat ja diese Produktivität, diese 20-Stunden-Woche ganz leicht möglich gemacht und man konnte endlich wieder diese Gehirnwäsche beenden. Es wäre nicht genug da für alle und wir müssten jetzt alle noch Überstunden machen, um einen bescheidenen Wohlstand zu erarbeiten. Nein, wir hatten ja eigentlich alle Grundlagen für einen wunderbaren Wohlstand für alle, trotzdem mit der Kultur ist genug. Ja, so ist es. Das geht eben Hand in Hand. Also politische Maßnahmen werden getragen von einem Bewusstseinswandel der Leute, aber umgekehrt bewirken politische Maßnahmen genau auch diesen Bewusstseinswandel und eine bestimmte Mobilisierung. Das haben wir gesehen. Und diese Kultur des Genug, das war ein gutes Stichwort, weil es eben keine Kultur des Dahindarbens und vor allem keine Kultur war, in der diese schreckliche Ungleichheit geherrscht hat, wie noch 2018 in Deutschland. Da ist uns, habe ich noch mal gesehen, am 10. Februar 2019 war im Spiegel Online die Überschrift, was nach der Leistungsgesellschaft kommt, über die wahre Gleichstellung. Also das war damals auch eine, kann man nachschauen noch mal, 10. Februar 2019. Jetzt Eva, Paul,
Heilbrunn und Bert. Ja, also ich kann mich noch daran erinnern, dass ich Angst bekommen habe, wie in Frankreich durch Macron, der ja jetzt nicht, jedenfalls nicht nach vorne draußen rechter ist, so viel Gewalt ausgeübt wurde bei den Protesten. Also wie viele Leute haben Augen verloren, sind sonst die ganz stark verletzt und haben sogar einen Arm verloren. Also es wird auf Leute geschossen, die protestieren. Und in Deutschland ist es ja auch so, es ist ja, die Staatsmacht baut sich ja immer weiter auf. Wir haben die neuen Polizeigesetze, wir haben die Verbindung von Militär und Polizei, die schon übt für Einsätze in Großstädten. Wie ist das denn nochmal gelungen, da irgendwie rauszukommen? Ja, das war sehr interessant. Wir haben natürlich damit gerechnet, dass wir heftigem Widerstand von allen möglichen Kräften des Systems gegenüberstehen. Zunächst mal natürlich der polizeilichen Gewalt, also der Staatsgewalt in Form von Polizeitruppen, die nicht ganz zimperlich waren, aber wir haben es dann auch erlebt, zum Beispiel im Hambacher Forst waren es noch Teile der alten Arbeiterbewegung, da hat der Werksschutz vom RWE auf die Leute eingeprügelt und. Aber es war ja damals auch Januar 2019, wir haben uns zurückbesonnen auf eine ganz, ganz mutige Frau, die uns bis heute ein Beispiel ist, nämlich auf die Rosa Luxemburg. Und die hat einen sehr interessanten Gedanken in ihren Schriften mal geäußert. Die hat gesagt, es ist so eine historische Linie zu erkennen in den revolutionären Kämpfen. Und zwar hat sie gemeint, revolutionäre Kämpfe würden ein immer zivileres Gesicht bekommen. Sie hat zum Beispiel, zu ihrer Zeit war ja das große Kampfmittel der Arbeiterbewegung in ihrem Sinne der Massenstreik. Und sie hat gesagt, es ist die viel unblutigere und zivilere Form als die Barrikadenkämpfe noch 1848. Und so hat sie eine historische Logik dran gesehen. Und wir haben dann diese historische Logik weitergeschrieben und haben gesagt, die neue Kampfform, mit der wir uns zur Wehr setzen gegen dieses alte System und es überwinden, das sind die vielfachen kalkulierten Regelverstöße und Aktionen zivilen Ungehorsams. Und da hat sich dann auf einmal herausgestellt, dass die organisierte Staats- und Kapitalmacht eher irritiert war und dem immer hilfloser gegenüberstand und gar nicht mehr wusste, wie sie darauf reagieren sollte. Und dann haben sie auch den Rückzug angetreten. Zuerst war das im Hambacher Forst der Fall, das war so das Final, das Fanal damals. Und dann sind sie nach und nach diesen zivilgesellschaftlichen Kampfformen des zivilen Ungehorsams gewichen. Ja, genau. Ich weiß es noch. Vor 40 Jahren gab es eine schöne Postkarte von einem gewissen Herrn Steg. Also das war dann 1990 oder vielleicht auch schon vor 50 Jahren. Mhm. Und auf dieser Postkarte stand drauf, also war ein schönes Fabriktor zu sehen, und da stand drauf, hier endet der demokratische Sektor der Gesellschaft. Wie haben wir es denn geschafft, dass diese Postkarte obsolet geworden ist? Und vielleicht noch ein zweiter Punkt. Die Logik hieß ja immer, es ist nicht genug für alle da. Aber wir haben ja festgestellt, dass dieser Satz richtig ist, aber in einer ganz anderen Weise. Es ist nämlich nie genug da für die Arbeit am Menschen. Weil diese Arbeit kann ja für alle Menschen fast 24 Stunden gemacht werden. Und da haben wir ja eine ungeheure Beschäftigungsmöglichkeit, die nie endet. Ja, das sind jetzt zwei ganz wichtige Fragen. Also ich fange mit dem letzten Satz an. Es ist nicht genug für alle da. Wir Ökosozialistinnen und Ökosozialisten, die ja dann auch den Kanzler stellen konnten, wir waren ja in unserem Ansatz immer auch ganz stark von Mahatma Gandhi geprägt. Und der hat ja mal gesagt, es ist genug da für jedermanns Bedürfnisse, aber nicht für jedermanns Gier. Auf diesen Satz haben wir uns gestützt
Und wir mussten, wir haben das natürlich unterschrieben. Es ist genug für alle da, aber der Streit ging dann los um dieses Genug. Wir hatten dann auch natürlich den Streit auszufechten mit so orthodoxen Linken, Trotzkisten und sowas. Jetzt bin ich ins Fettnäpfchen getreten. Ja. Naja, immerhin waren das ja die Ersten, die vierte Internationale waren immerhin die Ersten, die sich auch Innersozialisten nannten, wenn auch in einem etwas anderen Sinn als wir. Aber gut, wir hatten es zu tun damals mit, orthodoxen linken Kräften, die gesagt haben, so wie der Ernest Mandel, das ist überhaupt kein Problem, unser Planet kann locker 12 Milliarden Menschen ernähren. Und wir mussten die schon darauf aufmerksam machen, nee, auch hier sind und die Grenzen unseres irdischen Daseins zu berücksichtigen. Solche Rechnungen kann man nur dann aufstellen, wenn man die jetzige Produktionsweise einfach prolongiert. Wenn man das jetzige Agrobusiness fortschreitet in die Zukunft, dann kommt man möglicherweise zu solchen Zahlen. Wir mussten also schon sagen, wir mussten schon drum streiten, was ist denn dieses Genug? Aber der Streit wurde deswegen gut geführt, weil wir gesagt haben, es geht gerecht zu dabei. Es wird eben dieses Genug für alle sein. Das war der eine Punkt. Dann das mit den Werktoren, an denen die Demokratie endet. Da haben wir auch einen Streit gehabt mit den orthodoxen Linken. Weil die haben immer so die Pauschale, sind sofort gekommen, ja, enteignen aus. Und wir haben gesagt, selbstverständlich enteignen, aber das ist noch nicht die Lösung des Problems. Das ist nur die Voraussetzung dafür. Denn auch Betriebe in Arbeiterhand können Scheiße bauen. Und Betriebe in Arbeiterhand haben zunächst mal diesen Konkurrenzmechanismus noch gar nicht ausgehebelt. Ja? Also wir brauchen schon, gerade was diese großen Strukturen angeht, eine übergreifende Planung. Ja? Das ist ganz klar. Und wir haben auch ganz genau gewusst, das ist eigentlich noch schön geredet, wenn man sagt, hier endet der demokratische Sektor. Denn wir haben gewusst, der demokratische Sektor endet schon viel früher, beziehungsweise existiert noch gar nicht. Wir haben ja damals eine Frau Bundeskanzlerin gehabt, die hat gesprochen von der marktkonformen Demokratie. Und das war ja sehr entlarvend. Also Demokratie ist, das haben wir Gott sei Dank jetzt überwunden in diesen Jahrzehnten, Demokratie ist sozusagen in Funktion der Bedürfnisse des Kapitals. Und soweit das dem Kapital nützlich ist, lasse ich Demokratie zu. Die hat also darauf aufmerksam gemacht, dass Demokratie im emphatischen Sinne auf dem Boden der kapitalistischen Ökonomie nie und nimmer gedeihen kann. Das heißt, der demokratische Sektor endete nicht erst an den Werktoren, sondern das, was unsere demokratisch gewählten Instanzen, Parlamente, Regierung und so weiter entscheiden konnten, wirklich entscheiden konnten, das war ein sehr, sehr schmales Spektrum. Im Großen und Ganzen konnten sie damals eh nur das nachvollziehen, was das Kapital als Imperativ vorgegeben hat. Und das war auch so ein Mobilisierungsfaktor, als die Leute wieder entdeckt haben, Moment mal, jetzt erst sehen wir, was ein demokratisches Gemeinwesen ist. Und das hatte natürlich zur Voraussetzung, dass wir diese großen Konzerne enteignen mussten, das ist ganz klar. Und natürlich hat man damals schon erstmal auch mit diesen Schreckensbildern dann umgehen müssen, oh Gott, Enteignung, oh Gott, Planwirtschaft, oh Gott, nein, nicht wieder zurück zur sozialistischen Planwirtschaft. Vielleicht doch nochmal ein Wort darüber, wie sich das aber anders entwickelt hat in dieser Notstandsregierung. Es ging ja auch vor allem um öffentliche Güter, es geht um ein demokratisches Gemeinwesen. Das ist ja alles dann auch etwas anders gelaufen als in der üblichen Vorstellung von staatlicher Planwirtschaft. Das ist richtig. Wir haben zunächst mal, Sie haben ja vorher angesprochen, die Institutionen, die es schon gab und auf die man sich stützen konnte. Wir haben zunächst mal das alte Grundgesetz, das wir inzwischen natürlich auch in vieler Hinsicht weitergeschrieben und verbessert haben. Aber wir haben das alte Grundgesetz, wie es damals noch in Kraft war, Artikel 14 und 15 in Erinnerung gerufen, das eben schlicht und einfach Enteignungen ermöglicht hat, dass die Sozialpflichtigkeit des Eigentums eben nicht an eine bestimmte Wirtschaftsform gebunden hat. Und wir haben damals gesagt, wir können Sozialistinnen und Sozialisten sein
und wissen, dass wir damit auf dem Boden des Grundgesetzes stehen. Da haben euch die Bayern auch nochmal besonders geholfen, weil die haben ja in ihrer Verfassung stehen, alle wirtschaftliche Tätigkeit dient dem Gemeinwohl. Das war ja auch diese Überraschung. Von Bayern kommt die gute Idee. Ja, in der bayerischen Verfassung steht auch noch die Todesstrafe drin, aber gut, in der hessischen auch. Gut, aber wir haben auch Glück gehabt, denn das, worauf wir uns da stützen konnten, diese Artikel des Grundgesetzes, die wären uns fast verloren gegangen. 2013, 14 oder sowas war das damals. Nämlich, damals herrschte ja auch so eine große EU-Besoffenheit, auch unter diesem Globalisierungs-, wie heißt das nochmal? Ja? Attack. Ja, damals herrschte ja so eine große EU-Besoffenheit damals. Und diesen Attackis habe ich damals immer erzählt, Leute, passt auf, das ist im Grunde ist das eine Aushebelung von Demokratie zugunsten der Akkumulation des Kapitals. Und damals gab es diesen Lissabon-Vertrag. Und um ein Haar hätte der Verfassungsrang bekommen, wir hätten uns unser deutsches Grundgesetz aufs Klo hängen können und wir wären verpflichtet gewesen, qua neuem Grundgesetz wären wir verpflichtet gewesen auf eine neoliberale Ökonomie, wir wären verpflichtet gewesen auf ständige Aufrüstung und solche Dinge. Also wir haben Glück gehabt, das, worauf wir uns dann 2019 berufen konnten, als wir die Regierung übernommen haben, dass das noch existierte. Es wäre fast verloren gegangen. Dann hast du aber einen wichtigen Bereich angesprochen. Planwirtschaft klingt doch sehr nach dem, was da schon in den Anfang 90 kaputt gegangen ist. Wir haben immer wieder deutlich zu machen versucht, das, was da kaputt gegangen ist, was seinem Gegenbild der neoliberalen kapitalistischen Ökonomie viel, viel ähnlicher als beide Systeme es eigentlich wahrhaben wollten. Sie waren nämlich demselben Industrialismus verpflichtet. Wir Ökosozialisten waren ja damals diejenigen, und das war auch so ein Streit mit unseren trotzkistischen Freunden, wir waren ja damals diejenigen, die gesagt haben, selbstverständlich müssen wir den Kapitalismus überwinden. Aber Vorsicht, nicht nur der Kapitalismus steht zur Disposition, sondern auch mit unserer Art von Industriegesellschaft, wie wir sie heute haben, ist Nachhaltigkeit nicht zu erreichen. Das war für orthodoxe Linke ein schwierigerer Prozess, aber wir haben sie dann schließlich mitgenommen. Und wir haben vor allem deutlich gemacht, also Planwirtschaft heißt nicht Verstaatlichung, sondern es heißt Vergesellschaftung. Das war eine wichtige Unterscheidung. Es hat sich auch sehr, sehr viel abgespielt im Nahbereich der Leute. Wir hatten ganz, ganz viele lokale Gemeinschaften, Kommunen mit einem hohen Maß an Autarkie. Und das war auch ein Bollwerk gegen eine Bürokratisierung, die alles überrennt. Denn wenn Kommunen sehr autark sind, was die Organisation ihres unmittelbaren Lebens betrifft, dann sind sie auch nicht erpressbar. Weil du sagst Gesellschaft, also dieses Wort ist ja dann auch wieder aufgetaucht. Ich meine, das ist unglaublich, dass das so verschwunden war, dass diese die Tina, die There's No Alternative immer verbreitet hat, die hat ja auch verbreitet, die englische Premierministerin, deren Namen ich Gott sei Dank vergessen habe. Thatcher, mein Gott, ist das lange her, Gott sei Dank. Die hatte ja auch gesagt, es gibt keine Gesellschaft. Es gibt nur Individuen und die kämpfen alle praktisch gegeneinander, aber sie hatte jedenfalls gesagt, da ist keine Gesellschaft. Und der Begriff wurde nun plötzlich auch wieder lebendig, weil man hatte ja auch gerungen darum, was hält uns denn eigentlich noch zusammen? Können wir überhaupt noch von Gesellschaft reden? Sind wir nicht alle nur noch Partikularinteressen, hieß es damals immer? Und dann war ja dann überraschenderweise eben diese Jugendbewegung, diese Greta, diese Ökologiefrage, das große bindende Element, wo alle sagten, wir wollen eine lebensfreundliche Zukunft, wo wir wieder Menschen sein können, die kooperieren, die sich sorgen können, die sich kümmern und gerne in dieser Welt leben mit Zukunft. Und da kam, also das Wort Gesellschaft kam dadurch wieder neu zu einem wirklich verbindenden Charakter. Das war damals ein sehr, sehr spannender Prozess. Es hat sich nämlich in den Köpfen und Herzen der Menschen ganz viel verändert. Und als wir damals 2020 angetreten sind, wussten wir werden politisch das Ganze nur durchhalten, wenn sich in den Köpfen und Herzen der Menschheit was verändert. Und wir haben dann die erstaunliche Entdeckung gemacht, dass der Mensch doch um so ein Vielfaches
erstaunlicher und wunderbarer ist als dieser Homo economicus, auf den man ihn damals unter Thatcher und so reduzieren wollte. Das war aber auch für unsere orthodoxen linken Freunde ein schwieriger Lernprozess. Die mussten nämlich, also ich habe da viel mit den Trotzkisten damals diskutiert, die mussten nämlich haben entdeckt, dass Sozialismus auch ein ethisches Projekt ist. Ja, das heißt, dass er im Gegensatz zum Kapitalismus, der ohne Subjekte funktioniert, dass er im Gegensatz zum Kapitalismus die Köpfe und Herzen der Menschen braucht. Da mussten die auch umdenken, denn die hatten teilweise auch noch so diese alte Vorstellung der Arbeiterbewegung des 19. Jahrhunderts in ihren Köpfen drin. Die haben in ihren Teach-Ins, haben sie das immer noch so vermittelt, wo man immer noch den großen Gelehrten des 19. Jahrhunderts gläubig zugehört hat und nicht mehr gemerkt hat, dass sich die Situation verändert hat. Der alte Karl Marx hat damals ja noch gesagt, es gibt eine Klasse, die kann sich nur selbst emanzipieren, wenn sie gleichzeitig die ganze Gesellschaft befreit. Und das war die traditionelle Arbeiterklasse. So. Und die orthodoxen Marxisten haben immer noch daran festgehalten, als würden sie noch im 19. Jahrhundert leben und haben gar nicht mehr geschnallt, dass es diese Bedingung gar nicht gibt, sondern dass wir den großen Transformationsprozess, den wir jetzt brauchen, nur mit den Köpfen und Herzen der Menschen gewinnen können. Dass also Sozialismus im emphatischen Sinne ein ethisches Projekt ist, weil er nicht ohne diesen subjektiven Faktor auskommt. Andererseits kann ich mich erinnern, wurde Marx auch neu ökologisch entdeckt, aber dazu können wir andere dann noch mehr sagen. Wir haben jetzt Heidrun, Bernd und dich noch auf der Rednerliste und ich glaube, dann gehen wir wieder zur Schnibbelparty. Und also das Ergebnis der Schnibbelparty. Heidrun. Okay, ich möchte etwas zur erneuerbaren Energie sagen, was ich in der Diskussion noch nie gehört habe. Und wollte eben fragen, ob ihr euch da schon ansatzweise damit beschäftigt habt. Und zwar denke ich da an die Sonnenenergie, die wie uns die Pflanzen das vormachen, da kann jedes einzelne Blatt, kann Photosynthese vollziehen. Nichts anderes braucht die Sonne und Wasser. Und die Möglichkeit, allein schon einmal in der Vision, dass wir Menschen das, jeder Einzelne das auch können, lernen kann in der Zukunft, wäre ja sowohl eine naturwissenschaftliche Frage, als auch eine spirituelle Frage, als auch eine politische Frage. Weil die Rivalität würde futsch sein, wenn jeder Einzelne sich versorgen kann. Das ist eine sehr spannende Frage. Wir als Ökosozialistinnen und Ökosozialisten haben da lange Zeit allein auf weiter Flur gekämpft mit unseren Gedanken, aber nach und nach ist dann auch die Einsicht gewachsen. Wir haben uns gerade im progressiveren Spektrum der Gesellschaft nicht gerade beliebt gemacht, weil wir beharrlich darauf hingewiesen haben, erneuerbare Energien selbstverständlich, wir haben gar keine Alternative, aber es ist ein Irrglaube zu meinen, dass wir dann einfach dasselbe Niveau haben, wie etwa, was uns damals noch die fossilen Energien gespendet haben. Wir haben sozusagen darauf aufmerksam gemacht, erneuerbar heißt nicht unerschöpflich. Und das war ein Lernprozess, den wir gerade durchmachen mussten mit den Genossinnen und Genossen und Freundinnen und Freunden, die eigentlich mit uns in der Vorstellung einer anderen Gesellschaft sehr sympathisiert haben. Wir haben gesagt, also eine Gesellschaft auf der Basis ausschließlich von erneuerbaren Energien wird eine Gesellschaft des Genugs sein. Und es wird nicht so sein, dass wir schlicht und einfach den Saft in der Leitung auswechseln und alles andere beibehalten, so wie das damals noch die Bündnisgrünen sich gedacht haben. Selbstverständlich. Also wir haben da auf die Grenzen hingewiesen und haben uns zunächst mal gar nicht beliebt gemacht. Und manche haben uns sogar vorgeworfen, ihr seid doch heimliche Verbündete der Atomlobby und so Zeugs, weil wir auf die Grenzen des rein technischen Wandels hingewiesen haben. In mehrfacher Hinsicht. Wir haben zunächst mal aufgezeigt,
Effizienzrevolution, von der damals alle gesprochen haben, hat ihre Grenzen. Sie unterliegt nämlich einfach dem physikalischen Gesetz des abnehmenden Grenznutzens. Je mehr Effizienzpotenzial ich rausgeholt habe aus einer Ressource, aus einem Verfahren, umso schwerer wird es, noch weiteres Potenzial rauszuholen. Das ist das eine. Erneuerbare Energien, auch wenn die Sonne täglich scheint, sind halt nicht unerschöpflich, weil wir dieses Sonnenlicht und diesen Wind, die einfach da sind, erstmal durch einen gewissen technischen Aufwand überhaupt nutzbar machen müssen und so weiter. Da haben wir gesagt, okay, selbstverständlich erneuerbare Energien, aber wir dürfen nicht glauben, dass wir mit dem Kapitalismus und mit dem Industrialismus damit so weiterfahren können wie jetzt. Das haben uns damals die Bündnisgrünen versucht einzureden. Die sind aber dann bald auf die Schnauze gefallen, weil sich diese Grenzen gezeigt haben. Sind aber dann auch zurückgekommen zu euch, weil sie sich gefreut haben, dass sie sich wieder erinnern konnten an ihre eigentlichen Ideale. Also das war schon auch dann erst schmerzhaft, aber dann auch schön für die Grünen. Es gab dann noch ein paar so alte Fossile, an die wir wieder anknüpfen konnten, das ist schon richtig, aber so ganz, ganz viele sind einfach in der Bedeutungslosigkeit verschwunden, weil sie auf rein technische Lösungen gesetzt haben und eigentlich auf Politik verzichtet haben. Ja, aber es gab ja auch eine große Versöhnungskommission, also eine ökologische, wo einerseits also Gerichte entstanden, also das wurde durchaus auch wie in Südafrika gemacht, dass man sagt, man muss natürlich in einem Versöhnungsprozess auch Menschen mitnehmen, zum Beispiel auch die dann irregeleiteten Sozialdemokraten und Grüne. Ich meine, es waren einfach viele Menschen, die auch sehr traurig waren. Und die hat man aber wieder gewinnen können. Damals waren ja auch gerade die Sozialdemokraten auf einem Weg der Wiederbelebung und die taten einem irgendwie auch leid. Und die hat man aber auch wieder mitgenommen. Und die kamen dann auch eigentlich wieder gerne, muss man sagen. Und waren froh, dass sie wieder eine neue Heimstatt gefunden haben. Und das war der Gedanke der Versöhnung, der sagt, wir müssen schon gerecht urteilen, das heißt, die Täter wurden auch vor Gericht gebracht. Das war schon auch eine wichtige Forderung. Hier muss auch wirklich gesagt werden, wer waren die Täter? Wer hatte eine verbrecherische Absicht? Zum Beispiel als Jurist immer nur Steuerschlupflöcher aufgetan und dem Steuerzahler ist den Steuerzahlern immer hinterrücks in den Rücken gefallen. Das hat die Menschen berechtigt wütend gemacht. Und man hat auch wirklich gefordert, dass das vor Gericht kommt. Viele Umweltverbrechen mussten vor Gericht. Das musste auch die richtige Sprache aus der Kriminalistik bekommen, dass das Verbrechen waren. Und auf der anderen Seite hatte man einen Weg der Versöhnung. Weißt du noch? Ja, ich kann mich noch sehr, sehr lebhaft daran erinnern. Ja. Das war ein wichtiger Aufarbeitungsprozess, der damals gelaufen ist. Das stimmt schon. Wir haben damals natürlich auch Mühe gehabt, das Justizsystem war damals noch nicht so gestrickt, dass wir wirklich eine richtige Strafverfolgung einleiten konnten, das ist schon wahr. Aber uns war auch vor allem wichtig, dass da im Bewusstsein der Menschen dieser Wandlungsprozess vor sich geht. Und deswegen war auch die juristische Aufarbeitung ein wichtiger Aspekt dabei, da hast du schon recht. Bernd und du, ihr seid noch... Damals im Februar 2019 sind einige von euch ja auch mit auf die Straße gegangen in Demonstrationen gegen die Münchner Sicherheitskonferenz. Und das Motto der Friedensbewegung damals war ja Abrüstung. Jetzt zwei Fragen. Diese Sicherheit wurde immer in militärischen Kategorien gemessen damals. Wie habt ihr es hingekriegt, dass das sich in den Köpfen gewandelt hat? Zweite Frage, ihr habt es hingekriegt, die Rüstungsindustrie zu verbieten, aber die Beschäftigten in der Rüstungsindustrie haben gut verdient. Wie habt ihr es hingekriegt, dass die dann auch mit euch gegangen sind und wie habt ihr es hingekriegt, dass die Rüstungsindustrie nicht in andere Länder abgewandert ist? Zum Beispiel, da gab es einen Präsidenten, der immer Jobs, Jobs, Jobs gesagt hat. Dann mit so einem amerikanischen Akzent. Auch diese lukrative Rüstungsindustrie an sich gezogen hat. Wie habt ihr diese Veränderungen hingekriegt? Ja, das war sehr spannend damals. Gut, dass du mich darauf ansprichst. Zunächst mal haben wir ein altes Konzept wieder ausgegraben, das im Jahr 2019 schon längst vergessen war. Nämlich
so in den 70er und 80er Jahren gab es mal dieses Konzept der sozialen Verteidigung. Damals von den Grünen, als sie wirklich noch grün waren, sehr stark propagiert, und damals war auch die Friedensbewegung sehr stark propagiert. Und dieses Konzept der sozialen Verteidigung ist von dem richtigen Gedanken ausgegangen, dass militärische Auseinandersetzungen oder Auseinandersetzungen zwischen souveränen Staaten ohnehin nicht mehr so laufen werden, wie man sich das herkömmlicherweise noch vorstellt. Also alte Besetzungen mit Panzern und so weiter, sondern eine Bevölkerung beherrscht man nur dann, wenn man sozusagen Köpfe und Herzen beherrscht. Und die haben damals dieses Konzept der sozialen Verteidigung als Alternative zur Aufrüstung entwickelt. Damals in der Zeit, Anfang der 80er, als die Pershings aufgestellt wurden und die großen Missiles in dieser Hochzeit der Friedensbewegung, hat man dieses Konzept vorangetrieben. Also man hat gesagt, diese alte militärische Verteidigung im alten Stil, die ist sowieso völlig obsolet. Dann kam natürlich auch noch das Ressourcenproblem dazu. Da haben wir Ökosozialisten dann stark darauf aufmerksam gemacht, dass wir gesagt haben, allein aufgrund der Ressourcen, die diese Militarisierung verschlingt, können wir sie uns nicht mehr leisten, sondern müssen uns auf andere Konzepte besinnen. Geholfen hat uns natürlich in der Rüstungsindustrie erstens mal die direkt darin Beschäftigten, das war überschaubar. Und dann zweitens mal hat die IG Metall damals einen sehr spannenden Lernprozess durchgemacht und gesehen, zukunftsfähig sind diese Arbeitsplätze auf keinen Fall. Und wir tun gut daran, uns möglichst einzustellen auf die neue Realität. Wir hatten dann bald die IG Metall auf unserer Seite. Die alten Konversionsprogramme aus den 80er Jahren, die Sie mit Ihren grauen Haaren noch kennen dürften, die wurden wiederbelebt und so weiter. Das war ein spannender Prozess. Jetzt habe ich die zweite Frage vergessen. Die Auswanderung der Rüstungsindustrie in da gab es diesen Präsidenten in den USA noch, ja. Aber das hat sich als nicht so gravierend herausgestellt, das Problem, denn wir haben gemerkt, die Rüstungsindustrie hatte vorher hauptsächlich mit Drohgebärden gearbeitet und die dummen Regierungen vor uns, die sind einfach drauf reingefallen. So einfach ist es nicht für Rheinmetall, einfach irgendwo anders hin auszuwandern. Abgesehen davon haben wir einen wichtigen Markt einfach zugemacht. Ja, wir haben einfach, Deutschland hat schlicht und einfach keine Rüstung mehr nachgefragt. Da war einfach ein wichtiger Markt einfach weg. Ja, also das haben wir schon in den Griff gekriegt, dieses Problem damals. Und zwar eine ganz, ganz große Genugtuung, weil ich persönlich kam ja auch noch von diesen Ökobaxen Anfang der 80er Jahre, eine ganz große Genugtuung zu sehen, jetzt haben wir sie besiegt. Und es gab ja damals auch gerade durch Trump diese große Feminisierung der Politik, die Frauen dort wach wurden und überhaupt weltweit auch viele, viele Frauen auf neue Art engagiert politisch wurden. Und das hatte natürlich auch bei der Abrüstung eine große Rolle gespielt, dass man sagte, Mensch, wir haben wirklich bessere Friedenskonzepte und wir haben auch wirklich Besseres zu tun für unsere Männer dort an der Front. Ja, also heute lacht man drüber, in welchen Kategorien man noch 2019 gedacht hat. Also die Menschheit kann sich schlicht und einfach nicht mehr leisten, sich hochzurüsten. Die muss diese neue Zivilisationsstufe erreichen, dass sie schlicht und einfach ihre Konflikte anders regelt. Und da konnten wir ja auch schon zurückgreifen, auch Mechanismen, die entwickelt waren, die wir nur fortentwickeln mussten. Die Menschenrechte, die Menschenrechtsdeklaration, das Völkerrecht. Richtig, es gab eben bereits gute Elemente des Völkerrechts, auf die wir aufbauen konnten. Es ist aber immer mehr Leuten bewusst geworden, wie absurd dieser Gedanke ist, dass wir unter großem Aufwand von materiellen und energetischen Ressourcen hochrüsten, allein zu dem Zweck, Ressourcen
die vermeintlich uns gehörten, zu verteidigen. Also diese Absurdität ist den Menschen dann irgendwann mal eingeleuchtet. Und die UN wurde ja überhaupt wieder neu lebendig, also gerade auch die ganze Idee der Blauhelme, dass man schon also UN-Weltpolizisten sozusagen hat, aber auch im Sinne von einem neuen Abkommen für Handelsregeln, also der weltweit Fairtrade-Regeln einbrachte und überhaupt. Das erinnerte man sich auch, dass die UN eine sehr wichtige Organisation ist, die man nicht fallen lassen durfte damals. Das war auch knapp davor. Im Gegenteil, wir haben sehr viele Entscheidungskompetenzen, die längst woanders hin ausgelagert waren, in die UN zurückgeholt, weil wir gesagt haben, das ist das einzige legitime Gremium auf Weltebene mit demokratischen Spielregeln, im Gegensatz zu allen anderen, im Gegensatz etwa zum alten IWF, ja, wo eben die Stimmrechte nach Einzahlungsquoten verteilt waren. Und wir haben uns darauf besonnen, dass wir ja mit der UN mal ein Instrument geschaffen haben, das wir nur im Laufe der Jahrzehnte immer stärker entwertet hatten. Und jetzt auf einmal wurden diese Strukturen wieder wichtig. In der Tat, das war so. Auch der Gedanke der treuhänderischen Ressourcenverwaltung weltweit wurde dort wieder lebendig. Und eine Wortmeldung noch. Ja, Genosse, mich würde schon mal interessieren, wie ihr das im Rückblick geschafft habt, nachdem sozusagen die US-Imperialisten schon bei der Invasion in der Schweinebucht sozusagen mitgeholfen hatten, in Kuba das Castro zu stürzen. Der konnte sich allerdings auch nicht auf die soziale Verteidigung stützen. Dann bei Genossen Pinochet, der wurde ja auch durch Militärputsch gestürzt und auch der Maduro und andere, die durch den US-Imperialismus und andere Kräfte gestürzt wurden. Und dann habe ich mich erinnert, 2021, als sozusagen die Bundeswehr und Teile des Staatsapparates gegen diese Regierung in Stellung gebracht worden sind, weil das Kapital sozusagen natürlich noch ein Interesse hatte und der Wahlsieg war ja auch nur bei 52%. Sozusagen, wie habt ihr das in den Griff gekriegt, den internen Militärputsch? Den Einmarsch der Franzosen und der US-Armee. Das war der letzte entscheidende Kampf, genau. Ökosozialismus in einem Land ist leider eine Sache, die hat jeden Fall nicht drumherum. Und die Frage wäre schon noch spannend und sicherlich wirst du mir das erklären können, wie dieser Kampf gewonnen wurde. Ja, das Problem ist, wir wussten damals auch nicht, wie das angesichts der internationalen Kräfteverhältnisse ausging, aber wir haben auch gesehen, die Welt hatte sich inzwischen geändert. Also die alten Kräfte haben zum Teil selber resigniert, weil sie einfach gemerkt haben, das fossile Zeitalter ist vorbei, wir haben keine großen Chancen mehr, unsere Einflussmöglichkeiten schwinden. Die haben zum Teil auch selber resigniert, das war das eine. Das andere war, dass man gesehen hat, ja, die militärische Beherrschung eines Landes funktioniert nicht so wie vielleicht noch in den 1960er Jahren, denn ein Land beherrscht man wirklich erst dann, wenn man die Köpfe und Herzen der Menschen beherrscht. Darauf haben wir stark gesetzt. Und das hat dann alle, die spekuliert haben mit diesen Interventionsprozessen, doch mit der Zeit resignieren lassen. Das war das eine. Und das andere ist natürlich, das, was unsere Notstandsregierung da vorangebracht hat, das hat doch eine ganz große Resonanz in anderen Ländern hervorgerufen und hat natürlich alle möglichen NGOs beflügelt, die dann ähnliche Prozesse eingeleitet haben wie bei uns. Und auch die Herrschenden haben ja Kinder. Und diese Kinder in diesen Jahren, in diesem Jahrgang 15 bis 20, hatten sich ja diesen Bewegungen auch angeschlossen und haben ihre Eltern enorm unter Druck gesetzt. Also das war wirklich ein schwieriger letzter finaler Kampf. Danke, dass du darauf nochmal hingewiesen hast, dass das nicht leicht war. Ich bin froh, dass wir alle damals dazu beitragen konnten, dass diese Notstandsregierung zustande kam. Und ich bin froh, dass wir dich hatten hier, Bruno Kern, dass wir uns erinnern durften mit dir. Vielen, vielen Dank.